Hallo meine Freunde, wie ich aus diesem Stück Kaminholz diese Osterdeko gebastelt habe, das erfahrt ihr in den nächsten paar Minuten. Und dafür wünsche ich euch viel, viel Spaß. Weil ich sowieso Holz hacken musste, habe ich dann das Material einfach mal gleich ein bisschen vermindert. Weil so viel Material brauche ich für meine Deko ja gar nicht. Und in der Werkstatt geht's jetzt weiter. Kommt mit! Damit die Deko später vernünftig steht, nehme ich nun erstmal einen Teil von einer Seite ab. Damit ich mit meinem Elektrohobel die Rückseite ein wenig begradieren kann, muss ich jetzt erstmal das Werkstück so ein bisschen fixieren. Und dann geht's los mit dem Hobel. Warum ich mir für die Rückseite so viel Mühe gebe, ist ganz einfach. Ich möchte eine vernünftige Auflagefläche haben, wenn ich später dieses Werkstück auf die Dekopiersäge lege. Der Vorderseite möchte ich jetzt mit meiner Oberfräse zu Leibe rücken. Der größte Teil dieser Baumrinde kommt jetzt weg. Und dann wird vorsichtig Schicht um Schicht abgetragen. Dann wird die Fläche natürlich noch mit meinem Schleifer ein bisschen glatt geschliffen, damit möglichst keine Riefen mehr übrig sind. Ja, viel Material ist hier jetzt nicht übrig geblieben. Das sind so 5-6 mm. Was mir aber ganz wichtig war, dass auf der einen Seite ein bisschen von der Rinde stehen geblieben ist. Warum das so ist, das zeige ich euch später. Nun skizziere ich mir auf diesem Holzstück einen Ast, der möglichst ein paar kleine Blüten schon trägt und ein paar Knospen, um den Frühling zu symbolisieren. Eigentlich ursprünglich sollten es Kirschblüten sein. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Und dann natürlich noch zu Ostern ein Osterei und einen kleinen Osterhasen. Ein paar kleine Innenausschnitte muss ich auch mit meiner Säge machen und dafür muss ich natürlich wieder zum Einfädeln des Sägeblattes vorbohren. Und dann geht's auch schon los mit Aussägen. Damit ich mit meinen Fingern nicht die ganzen Bleistiftzeichnungen verwische, klebe ich mir noch ein bisschen durchsichtiges Klebeband über die Zeichnung hinweg. So ist die Zeichnung ein bisschen geschützt, wenn ich jetzt mit den Fingern drauf rumtatsche. Wenn ihr Spaß dabei habt, mir über die Schulter zu schauen, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und dann geht's weiter mit dem Aussägen. Das ist ziemlich weiches Material.
im Gegenzug zu Sperrholz, das schon ein bisschen stabiler ist. Und da muss man ziemlich vorsichtig mit der Säge umgehen. Das Sägeblatt, was ich hier benutze, ist übrigens ein Sägeblatt der Größe Nummer 2. Also das ist schon ziemlich filigran, das Sägeblatt, aber für diese Arbeiten hier eigentlich super geeignet. Und dann ist es auch schon wieder geschafft mit dem Aussägen. Nachdem ich nun die durchsichtige Klebefolie abgefummelt habe, schleife ich jetzt mit der Hand noch ganz vorsichtig so ein bisschen drüber. Ich muss ja noch diese restlichen Bleistiftstriche muss ich noch wegbekommen. Und wenn ich das geschafft habe, nehme ich noch einen Pinsel und mache das Ganze noch ein bisschen sauber, befreie das nicht nur von den Sägeresten, sondern eben auch die losen Rinnenstücke kommen dabei dann runter. Diejenigen von euch, die meine Videos schon öfters gesehen haben, die wissen, dass wenn ich mit echtem Holz arbeite, ich unheimlich viel Spaß daran habe, wenn ich dann das Ganze noch einöle. Weil dann kommen die Farben vom Holz so richtig schön raus. Und jetzt sieht man auch schon, warum ich so ein Stück von der Rinde noch stehen gelassen habe. Und man sieht, wie schön die Farben in den ersten Schichten dieser Rinde sind. Ja, meine Freunde, das war die zugegebenermaßen etwas filigranere Osterdeko von diesem Jahr. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, mir dabei über die Schulter zu schauen, so wie ich es auch immer habe, wenn ich so etwas bastle, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts Neues auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich alles Gute, frohe Ostern, euer Andi aus der Holzkiste. Tschüss.